Das macht nämlich pro Modifikator Rüstung. Also, was packen wir bei ihr rein? Blitzdichtfind, Balsam, Armaturz. Also maximal 4 Rüstung kann sie sich geben. Was eigentlich auch ihr den Armatrutz wichtig machen würde, noch als letzten Zauber. Aber ja, Armatrutz hierhin, weil ich hätte gern noch Clarum Purum, wenn ich es irgendwo finde. Das heißt noch die hilfreiche Tatze und den Sanftmut. Ja. So. Das heißt, ich muss Gwendalyn noch mal rausschmeißen, noch mal Rolana reinnehmen, die Sachen, die sie hat, so rausnehmen und dann, ja. Ja. Also ja, jetzt hat sie Armatrutz. Sein nun gut, wie ihr. Na, mal gucken, wo hat sich Volana? Die müsste eigentlich hier unten rumstehen, genau. Zum Donnerwas. Gute Entscheidung. So. Pfeile. Und Pfeile. Und das ganze Heilzeug. Bis auf die Einbeertränke. So, und die Werkzeuge auch. Kriegt nämlich Gwendala. Ja. Nun gut, wie ihr wollt. Gut, okay. Ja. Sanja. So, du kriegst das, das und die Sachen. Und Pfeile, so. Das kann hier unten hin. Das kann hier rüber, das kann dahin. Und die Pfeile können dahin, so. Ja. Dummdi-dumm. Der Elfenbogen mal hier rein. Wir haben noch keine Nahkampfwaffe für dich. So, auf der zweiten Seite die beiden Sachen. Gut. Gut, gut, gut. Sprich fort. Das heißt noch. Hier Punkte reingeben. So, da sind ihre Punkte schon mal aufgebraucht. Ja. Sie kann einmal die Pflanzen hier sammeln. Also ja, wir haben jetzt mehr Kräuter hier, die wir sammeln können. Hier ist noch mal Wirselkraut. Ich glaube, das war es auch schon mit dem, was wir hier gerade sammeln können, aber das hat gut geklappt. Ja, unser ganzes Schmiedezeug irgendwann mal hier reinpacken. Gut. Wir können jetzt noch für Gwendala aus unserer Rüstkiste, sage ich jetzt einfach mal, Zeug rausholen.
in erster Linie eigentlich die ledernen Armschienen. Alles andere bringt hier nämlich nichts. Sprich, bin ich. So. Mein Atem geht ruhig. Hier drin dann? Ja, hier drin. Im Augenblick müssen wir ja nichts brauen. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten das Anwesen erstmal verlassen. Erstmal geht's zum Praios, zum Hesinde-Tempel, aber dafür können wir auch einfach. Wobei, wo kommen wir raus, wenn wir von unserem Haus aus über die Map reisen? Weil wir sollten jetzt auf jeden Fall erst einmal noch das Zeug, was ich im Inventar habe, loswerden. Die Wehrenfälle und so. Oh, wir kommen hier raus. Schön. Und stimmt, wenn ich schon hier bin, sollte ich dann auch gleich also erst einmal können wir unsere Waffen ablegen. Das kannst du übrigens noch anlegen. Sanja. So. Das bin aufgepasst. Alles gut? Ja. Können wir gleich mal Gladys Armbrust verbessern? Aber ja, was ich gucken wollte für Gladys. Ja, den Fernkampf-Basiswert noch höher zu kriegen. Ein Punkt auf Fingerfertigkeit hat schon gereicht. Das bringt aber auch beim Schlösserknacken dann mehr. Weil jetzt könnten wir ihr den Lademeister auf jeden Fall beibringen. Also nochmal Artus Anwesen, dass wir gleich für eine Armbrust und für zwei Stacks Bolzen und ein Stack Pfeile die Materialien einsacken. Mein Atem geht ruhig. So, also. Wir brauchen für die Armbrust, eine verbesserte Sehne. Für die verbesserte Sehne brauchen wir Sehne und Salbenfett. Eine Sehne. Und Salbenfett war hier. Davon brauchen wir zwei, gell? Ja, zwei Salbenfett. So, und für die Jagdpfeile und Jagdbolzen brauchen wir Pfeilspitzen, Holzleim, Ulmenholz und Gänsefedern. Weißt du was? Nehmen wir einfach das, 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 das und das einfach so mit. Okay, das sind zu viele Pfeilspitzen. So. Damit haben wir die Materialien, die wir brauchen. Und können wieder
Bios Platz reisen. Da gehen wir jetzt erst zu den Werkbänken rüber. Den Zunderschwamm, den... Sanja. Nee, den hole ich bei einer anderen Gelegenheit. Also gehen wir erstmal zur Werkbank. Erstmal mit dir reden. Ihr wünscht etwas über den Bu- So, nämlich für dich. Okay, du hast keinen Lademeister. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich in der Grafenstadt eher lernen. Weil ich glaube, du bringst uns das auch nicht bei. Tretet. Nee. Das heißt, Gwendala, mach die mal ins Werk. Du solltest natürlich auch die Armbrust nehmen. Ja. So. Verbesserte Sehne. Und Armbrust. Mhm. Und ich habe die Gänsefedern vergessen. Dann kaufen wir welche. Ah, weißt du was, kaufen wir dir gleich alle ab. Und geben natürlich auch Gwendala die Federn. Mein Atem geht ruhig. So. Jagdpfeile reicht's, wenn du 10 herstellst. Jagdbolzen hingegen 20. So. Gut. Gut, gut. Die Jagdpfeile sind, glaube ich, sogar... nein, sind beide gleich gut. Gut. Aber auf jeden Fall die almandische Armbrust, die sie jetzt hat, ist sehr stark. Ich weiß nicht, sollte ich auch hier gleich den Holzleim kaufen noch? Na komm, für 2 Dukaten können wir uns auch noch einen Batzen Holzleim kaufen. Dann verkaufen wir hier bei Rappelbusch mal alles an Fellen und so, was wir haben. Ja, Wildschweinfell, das, das, alles weg. Oh, da sind noch Spinnenseidendrüsen. Ja, das hat Geld gebracht. Dumm, die dumm. Ich versuche mein Bestes. So, das kann zu Vorgrim beides. Nein, nicht wegwerfen, zu Vorgrim. So, jetzt hat Vorgrim auch ein bisschen was an Schleifstein und Waffenbalsam. Lass das mal Vorgrim machen. Die Heiltränke sind für Notfälle und ja, Wundpulver. Gut, okay. Das heißt, am besten mache ich vor dem... Ich weiß nicht, ob ich bei dem Gedanken an euer Orakel bangen oder hoffen soll. Zu tief ist die Wunde, die das einstige Bündnis zu den Drachen und uns Elfen geschlagen hat. Ja,
Ach, keine Sorge, Gwendola, das wird schon gut gehen. Aber ich würde sagen, wir speichern hier erstmal wieder. Und gehen dann in der nächsten Folge rein. So, also LP, Let's Play 014, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.